heute mal was ganz anderes. Eine Geburtstagsfeier, mir einen Spieß besorgt. Und wir werden heute mal probieren, Spanferkel zu machen. Nochmal, Schinken haben wir ja schon öfter mal gemacht auf dem Grill, aber ein ganzes Spanferkel bzw. den Schweinhof noch nicht. So, wir haben das jetzt erstmal gestern geholt. Jetzt schon mal gespritzt mit einer Lake aus Lorbeer, Wacholder, Piment und so. So, heute haben wir das richtig eingesalzen. Wir haben, sieht man ja hier auch, die Schwarte schon ein bisschen eingeschnitten, nicht zu tief. So, dann haben wir den ganzen Schwein drin mit Öl, Ahornsirup, bisschen Kümmel, Knoblauch. Da kommen jetzt noch ein paar Gemüsezwiebeln dran. Zwiebeln, Paprika. Ja, und schön stückenweise, schön geräucherten Speck vom Schwein gefüllt. Mit Steaksalz, Steakpfeffer, nochmal eingerieben, Paprika edelsüß und eine Gewürzmischung. So, und das Ganze wird jetzt vernäht. Wie es steht, Ferkel ist drauf, hat jetzt noch eine Stunde gedauert. Ordentlich zugenäht. Füllung ist drin, wie gesagt. Vergütet wird fixiert. Der Draht, den wir hatten, war leider zu dünn. Aber jetzt haben wir es mit Lebensmittel gar nicht mehr. Ja, jetzt haben wir mal Probelauf. Jetzt fehlt eigentlich nur das Feuer und Abtropfblech ist drunter. Wird das ganze Tier jetzt noch eingeölt und dann lassen wir laufen. So, in dem Ding habt ihr hier zwei Geschwindigkeiten. Wir haben das Ganze nochmal neu verkabelt, weil das wirklich sehr billig hergestellt wurde. Ich denke mal, da werden die in Jugoslawien mit der heißen Nadel auf den Trottplatz stricken. Aber ist egal, das Prinzip ist super. Der Motor hat eine Menge Kraft, das ist ein Scheibenmischermotor. Und wie gesagt, das Ganze ist neu verkabelt worden, da steht die Autobatterie und Schwein ist fixiert, wie man sieht, dreht sich super. Alles klar, dann werden wir mal sehen, wie weiter geht. So, jetzt 2 Stunden. Wir haben zwischendurch mal die Alufolie, die ganze ein bisschen Backofeneffekt erzeugt. Jetzt haben wir eine Kerntemperatur von 49 Grad. Um die 70 soll es noch werden. Jetzt lassen wir ein bisschen draußen erstmal die Schwarte bräunen. Füllung hat sich auch schon gut verteilt, wie man sieht. Ein bisschen Wasser darauf gekippt. Abgespritzt wird es jetzt mit der Mischung aus Bier, der Brühe und Ostersoße. Und ein bisschen Rum. Ja, und dann wird es nachher natürlich noch ein bisschen mit einer Marinade eingepinselt und dann sollte es schon werden. Schauen wir mal. 4 Stunden später, Schwein ist fertig. Lassen wir ein bisschen die Haut außen angrillen und dann wird es angeschnitten. So sieht das Ganze aus. Drehspieler durchgehalten, was wollen wir mehr? Oh, Alter, das ist aber schon mal gut. Herrlich, oder? Sind wir aber ein bisschen. Das schön, war schön, die schön, können auch. Schön saftig, ja. Nee, aber ja. Nein, das ist doch ein Baby. Ich glaube, das ist doch ein Profi. Warte mal, das ist doch aber die. Guck doch mal hier. Also, das sieht für mich durch aus. Warte mal. Tropft der Zahn? Aber sowas von. Ja,
Das war's. Gibt's hier schon einen Koster? Verdammt.